Und genau das sind solche Momente, die einfach sehr eklig sind, auf eine gute Art und Weise, wenn man dann sieht auf einmal, dass da so eine irgendwas Komisches da hinten rumkrabbelt, die Mucke ändert sich. Ja, wir müssen jetzt natürlich versuchen, hier rauszukommen. Hier ist der Schalter für die Tür, denkt man sich, ja, kein Problem. Ja, und das müssen wir jetzt knacken, dieses Schloss. Aber ich weiß nicht, ob wir zu diesem Rätsel noch kommen werden. Wird ein wenig Geschick gebrauchen, aber ich bin mir sicher, wir schaffen das. Dann geht es natürlich gleich weiter mit Condemned 2. Ein Take haben wir noch. Und da werden wir nochmal probieren, euch den ganzen Horror ein bisschen näher zu bringen. Das wird nicht schwer werden. Ich denke mal nicht bei dem Spiel. Es ist wirklich echt, wenn man das selber spielt, das ist grausam. Es macht einen fertig. Wenn ihr die Persönlichkeit Felix Rick noch weiter zusammenbrechen sehen wollt, dann übersteht den nächsten Werbeblock. Das dürfte kein Problem sein. Dann sind wir gleich wieder da. Und dann seht ihr das Häufchen Elend wieder. Willkommen bei Condemned 2, der Sendung auf Giga. Ja. Und wenn ihr noch Fragen zu euren aktuellen Tarotkarten habt, könnt ihr mich jederzeit anrufen. Die Nummer wird vielleicht auch eingeblendet, aber vielleicht kriegt ihr das auch nicht hin. Können wir ein bisschen plaudern? Ja. Für 3 Euro die Minute. So, ich muss jetzt hier den Code rausfinden und deswegen nehme ich mein UV-Licht und halte es mal hier hin. Ja. 172310 ist der Code, den man braucht fürs Schloss. Kein Problem, stecken das Teil wieder weg. Wunderbare Sache, machen uns weiter bzw. auf den Weg zu dem Schloss. Und dann sehen wir auch gleich, da passieren dann wieder ganz fiese Sachen. Ja, 17, 23, 10. Telefon. Ah, warte mal, jetzt müssen wir den Hebel noch bewegen. Oh Gott, oh Gott. Oh. Das sind aber noch garantiert Teddybären aus China, oder? Ja. Wir alle wissen ja, da wird ein bisschen billiger produziert, da kann schon mal ein bisschen was schief gehen. Unter anderem jetzt bei der sozusagen Auslage von Teddypuppen. Die sind nicht ganz so freundlich. Ups. Ah. Ein kleines Ärmchen. Die wollen nur spielen. Naja. Hab mich lieb, Papa Bär. Wie die spielen wollen, das ist... Ich kann die jetzt aber auch aufheben. Ah. Dann selber benutzen. Ah! Okay. Da habe ich mich mal kurz mal erschrocken hier. Gehen wir hier durch. Ich habe mir jetzt so ein seliges Grinsen rechts im Bild hast. Where is this damn office? On the second level. Können die dann zum Beispiel auch werfen? Und sozusagen als Granate benutzen. Mhm. Sehr praktisch. Super praktisch. Nehmen wir mal so ein Brettchen mit. Können wir ein bisschen draufhauen. Und ja, wir haben jetzt die Stun Gun, aber das ist jetzt eigentlich bei den Kinderfreak-Gegnern nicht ganz so wichtig. Lass mal weiter. Und jetzt wurde uns gerade eben gesagt, die ganze Bude brennt. Wir müssen hier unbedingt raus. Wir müssen uns irgendwie retten. Und vor allen Dingen brauchen wir eine Gasmaske, denn ohne die funktioniert nichts. Oh, das Level ist das. Oh. Okay. Wir schauen, dass wir hier schnell weiterkommen. Hier muss ich nämlich weiter, aber das Problem ist, hier sind so komische Flaps. Und nur dann komme ich an dem einen Ding vorbei. Wenn ich das alles einschalte. Aha, geh weg, du Kinder. Spiel mit uns. Wir warten schon ganz lange auf dich. Und das sind eben die Momente. Hier, gegen Sido geht's auch. Fast mein letztes Album, Kacke. Verdammt, ich würde gerne mal in den Combo landen. Aber da ich eben so gut wie nie blocke, klappt das nicht. Deswegen, ja, aber die Spezialattacke habe ich letztes Mal euch schon gezeigt. Deswegen müsste man diesmal Nachsicht haben. Aber auch gerade, dass dieser Typ da, dieser Brände da aus der Wand gesprungen ist, das sind alles so Sachen,
Wenn man das so spielt, dann ist das der Horror pur. Albtraum, sag ich bloß. Albtraum. Naja, was machen wir denn jetzt hier? Und jetzt kriegen wir eben mit, wie so ein Typ hier in diesem Zimmer nach Hilfe schreit. Dem wollen wir natürlich helfen. Aber ich kann nichts machen, weil ich habe keine Gasmaske. Was mache ich denn jetzt also? Scheiße. Gnadenschuss. Hier ist nichts. Ich kann da nirgends lang gehen. Hier ist so ein großes Loch in der Wand. Ah, das sind irgendwelche komischen Tanks. Die könnten ja vielleicht eventuell explodieren. Die kann man ja mal gucken. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Also ich weiß, dass es gut ist, weil da hinten ist eine Tür, die führt zum Safety of Room oder was auch immer, aber da komme ich nicht hin, weil die blockiert ist, die Tür. Aber vielleicht können wir sie aufspringen. Wir haben ja hier so eine kleine Mörderpuppe. Wir können ja mal so ein Teilchen dahin werfen. Ja, das hat doch den Job erledigt. Wunderbar, wir können jetzt da weitergehen, können uns eine Gasmaske besorgen und weiter zocken. Aber ich komme mal zu einem kleinen Fazit. Wie gesagt, das ist jetzt das zweite Mal, dass wir es gemacht haben. Ich habe es in der Redaktion natürlich auch gespielt. Und ich kann nur sagen, die Atmosphäre von dem Spiel ist so dicht, man kann sie nur sehr schwer mit einem elektrischen Brotmesser zerschneiden. So dicht ist sie einfach. Ist toll gemacht, das muss man einfach sagen. Condemned 2 hat eine tolle Atmosphäre, tolle Synchros, wahnsinnig gute musikalische Untermalung. Die Action stimmt auch, es ist halt kein Ego-Shooter, es ist mehr ein Ego-Prügler. Und darauf muss man halt stehen. Aber echt, ich find's gut, ich find's echt top.